Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder auf Moni Maus YouTube-Kanal. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind heute hier auf dem Krebelshof, da ist die Jessie, in der Eifel. Hier gibt es ganz viele Kürbisse. Und ganz viele Menschen, die uns dabei beobachten werden, wie wir Mickey Maus Sachen fotografieren. Genau, wir haben sehr, sehr viele Sachen dabei zum Fotografieren, da wir ja eigentlich im Disneyland wären zur Halloween Season. Da wir das, glaube ich, eher nicht schaffen werden wegen der Reisewarnung, haben wir uns hier für den Krebelshof in der Eifel entschieden. Und mein Rucksack fällt. Da war gut aufgefangen. Das war mein Kürbisrucksack. Genau, es ist sehr, sehr viel los. Irgendwie, ich hätte das gar nicht gedacht, dass hier so viele Autos stehen. Hier gibt es sogar Einweiser, wie so im Freizeitpark. Die Schlange. Das ist mir schon sehr peinlich. Und das wird super. Also wir nehmen euch heute mit. Super Wunderbärchen. Wir nehmen euch heute mit und zeigen euch, wie es da drin aussieht und wie wir uns eigentlich zum Affen machen heute. So, wir sind jetzt drin. Wir haben Eintritt bezahlt. Der Eintritt hier kostet 6 Euro für Erwachsene. Und hier im vorderen Bereich, wo das Bistro ist und wo man auch Kürbisse kaufen kann, muss man die Maske tragen. In der Kürbisschau gleich nicht mehr. Und da gehen wir jetzt rein. Jetzt hier bei der Kürbisschau, ihr seht, es ist sehr, sehr weitläufig. Bis ganz da hinten gibt es Kürbisse und da. Wir machen jetzt, würde ich sagen, mal eine Runde. Ne? So, hier ist mal der erste Fotopoint mit Nicht-Kürbissen. So eine Art Wiesensofa. Hier auf Fotopoint draufsetzen und knipsen lassen. Ich muss sagen, das Schild ist ein bisschen störend, wenn man hier ein Foto machen will, weil es auch mit drauf ist. Aber sehr, sehr schöne Idee. Dann gibt es noch so Traktoren oder so. Was aufgebaut. Naja, schauen wir uns gleich um. So den Rucksack? Mhm. So, hier haben wir jetzt als erstes Bilder gemacht vor dieser Kulisse. So eine Art burgmäßiges. Aber sieht sehr schön aus. Also ich finde die Bilder sehr schön. Ich blende euch auch mal hier ein Bild ein. Und ja, jetzt geht's weiter. So, hier haben wir jetzt die nächste Kulisse. Und das soll Cäsar und Streitwagen sein. Gibt auch eine kleine Geschichte dazu. Die lese ich jetzt nicht vor. Genau. Also hier gibt's noch die Kulisse. Die finden wir jetzt nicht so schön. Da gucken irgendwie so Speere raus. Ich glaube, das Thema ist ja auch so ein bisschen Römer. Hier haben wir noch so ein Römerkandidaten. Und da hinten ist noch so ein Heublock, wie ihr sehen könnt. Und da kann man runterrutschen. Da rutschen die Kinder die ganze Zeit jetzt runter. Und ja. Aber ich glaube, das Thema würde ich sagen, ist Römer, ne? So von der Ausstellung. Sind sehr viele römische Figuren. Soldaten. Nicht ganz unser Ding. Wir haben jetzt unsere ganzen Sachen mal hier ausgepackt, um ein paar Fotos zu machen. So viel Zeug haben wir dabei. Das kostet übrigens 1 Euro, aber wir haben dafür nicht investiert. So, wir haben es endlich geschafft, was zu essen zu bekommen. Es hat ein bisschen länger gedauert, knapp eine halbe Stunde, weil hier echt viel los ist. Also gut, es ist Sonntag, aber ich hätte es trotzdem nie gedacht, dass hier so viele Menschen herkommen. Ich habe jetzt hier ein Schweinesteak mit hausgemachten Pommes und die hausgemachte Apfelscholle von denen hier. Steak kostet 4 Euro, Pommes 3,50 Euro und die Apfelscholle 2,70 Euro. Also von den Preisen her in Ordnung, die Portion ist auch echt groß und ja, jetzt entspannen wir etwas, weil es schon sehr, sehr heiß draußen ist. Also es fühlt sich an wie Hochsommer, nicht wie Herbst. Könnt ihr auch euren eigenen Kürbis schnitzen von 14 bis 16 Uhr. Kostet 6 Euro und der Kürbis ist inklusive. Jetzt hier auch einmal Asterix. Und da vorne steht auch Obelix. So, wir stehen jetzt hier vor der großen Kürbispyramide und machen jetzt hier noch ein paar Bilder. Jessie mit dem Rucksack. Und ja, hier kann man die Kürbisse auch in die Hand nehmen. Das finde ich ganz cool als Kulisse. Und der ist echt groß. Hier seht ihr nochmal zwei Römerfiguren. Gegen die Sonne ist ein bisschen blöd, die miteinander kämpfen. Wie gesagt, das Thema Römer ist jetzt nicht so mein Ding. Da hinten habt ihr noch so einen Turm mit einem Römer. Ich glaube, so römische
Ich weiß nicht, was das ist. Und jetzt fahren wir noch kurz ins Maislabyrinth. Das gibt es nämlich auch hier. Wir werden jetzt nicht komplett durchlaufen, aber wir schauen mal kurz rein. Und dann sind wir auch schon fertig und gönnen wir uns noch ein Stück Kuchen hier, weil die sehen hier auch sehr gut aus. Und dann werden wir uns auch auf den Weg machen, weil es ist schon relativ voll. Es ist halt ein Sonntag. Es sind sehr viele Kinder hier im Rumlaufen. Und ja, also falls ihr mal vorbeikommen wollt für Fotos machen, ich empfehle euch. Seht ihr die Ähnlichkeit? Nein, das war immer nicht. Bei der Überfahrt über den. Oh, guck mal, das ist sehr sexy. Die trinken an der Zitze. Auf jeden Fall gehen wir jetzt noch kurz ins Maislabyrinth. Ja. Und ich würde empfehlen, wenn ihr Fotos machen wollt, nicht am Sonntag zu kommen. Nee, sehr voll. Es ist sehr voll. So, schaltet gerne ein auf unserem YouTube-Kanal. Viel Spaß. Auf unserem? Ist schon mit dabei, ja? Naja, klar. Also hier ist das Maislabyrinth. Benutzen auf eigene Gefahr. Eltern beaufsichtigen und haften für ihre Kinder. Ja, dann komm, Kind. Erfolg. Warte, ich geh vor. Mais nicht pflücken. Wenn ihr mich sucht, ihr bin dann da. Aber der Mais ist, darf man nicht essen, ne? Also falls du verhungerst. Kein Problem. Schalt mir aus. Okay, los geht's. Können wir wieder hier? Oh Mann. Wir haben uns immer rechts gehalten. Ich mach's an raus. So, ich habe keine Lust mehr. Diese Maiskörner, da kannst du dir was vom Boden geben. Das kannst du doch nicht essen. Die liegen aber auf dem Boden. So, Jessie hat sich immer links gehalten. Hier ist die Flagge, hier sind wir hergekommen. Und sie hat den Ausgang wieder gefunden. Also ich sage euch eins, mit mir müsst ihr mal sowas machen. Da kommt ihr auch aus allen Schwierigkeiten, aus allen schwierigen Situationen raus. Also doch, Disneyland... Davon reden wir jetzt nicht. Das Labyrinth. Ist jetzt hier ein neues Video. Ach so. Also wir haben jetzt den Ausgang gefunden. Wie sagt man so schön, du musst die Vergangenheit hinter dir lassen. Die lassen wir jetzt hinter uns und gehen jetzt Kuchen essen. Das sind jetzt unsere Stück Kuchen hier. Ich habe mit Getränk 6,20 Euro bezahlt, aber es ist echt ein großes Stück Kuchen. Und das geben wir uns jetzt. Schaut mal, hier gibt es sogar ein Rezept. Sweet Dumpling mit diesem Kürbis, Süß-Nussig-Aroma. Und hier habt ihr das Rezept, gefüllter Kürbis, habe ich noch nie gegessen. Aber ich glaube, das werde ich mal ausprobieren. Auch ein Rezept für eine Kürbis-Bolognese. Und falls ihr mehr Rezepte wollt, müsst ihr den QR-Code scannen. Ich halte mal kurz drauf. Also finde ich echt eine richtig gute Idee, weil ich weiß nur, dass man aus Kürbis eine Kürbiscremesuppe machen kann. Finde die Idee aber echt klasse. Wir gehen jetzt noch eine kurze Runde durch den Shop, um euch zu zeigen, was man hier alles kaufen kann. Die hauseigene Apfelschorle gibt es hier. Die gibt es. Infomaterial, so eine Art Markt. Und Äpfel, Kartoffeln, frische Eier. Halt wie so auf dem Bauernhof. Mit der rote Beete im Glas, Gurken, süß-sauer Rindfleischsuppe, alle möglichen Dosen, Nudeln, Süßigkeiten. Jetzt kommen wir hier in die Deko-Abteilung. So, ihr seht, ich bin wieder zu Hause. Ich habe vergessen, das Outro vor dem Krebelhof zu machen. Wir sind jetzt wieder gut angekommen. Es war ein schöner Tag, sehr, sehr warm, sehr, sehr viele Leute, sehr, sehr viele Kinder. Also, wenn ihr dahin fahren wollt, um Fotos zu machen, empfehle ich euch nicht den Sonntag.
Ansonsten ist es wirklich ein schöner Hof. Ich finde 6 Euro auch nicht zu überteuert. Es gibt auch was zu essen, leckeren Kuchen, einen schönen kleinen Markt sozusagen. Also ich finde es wirklich ein sehr, sehr schöner Park. Wenn es nicht zu weit weg ist für euch, könnt ihr da gerne mal hinfahren. Also eine Empfehlung von mir. Aber ich glaube, einmal im Jahr reicht. Ich habe auch andere Bilder auf der Website gesehen. Die haben immer unterschiedliche Themen wohl pro Jahr. Dieses Jahr ist es dann wohl Römer gewesen, so war jetzt nicht so meins. Mal sehen, vielleicht fahre ich dann nächstes Jahr nochmal hin. Ansonsten war es eine gute, nicht ganz ein guter Ersatz für Disneyland Paris, aber immerhin für ein paar Halloween-Bilder. Ansonsten hoffe ich, euch haben die Eindrücke hier aus dem, oder hier, da, aus dem Krevelhof gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Bis dann! Ciao!